Wir sind gefragt worden per PN, was wir hier von den DDR-Hebebühnen halten, die wir ja haben. Und bevor ich das jetzt eintippe, kann man ein kurzes Video machen, da haben alle was davon. Also wir haben die Bühne schon relativ lange, ich denke mal 15 Jahre, und wir nehmen sie auch relativ oft. Und aus der heutigen Sicht würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt keine hätte, mir was anderes zulegen. Aber für die Ansprüche, die wir so haben, reicht es eigentlich aus. Die Sache hat natürlich ein paar Vorteile und auch ein paar Nachteile, muss man auch sagen. Vorteil ist sicherlich der Preis. Die Dinger sind ja nicht allzu teuer. Ja, aus tiefsten DDR-Zeiten, ich schätze mal jetzt so, die werden mit 300 Euro rumgehandelt werden, wenn sie in gutem Zustand sind. Und ein Vorteil ist sicherlich auch, dass das unkomplizierte, sehr robuste Technik ist. Hier den technischen Kram, das ist alles zu handhaben. Und die Bühne stellt kaum Anforderungen an den Untergrund. Dadurch, dass sie ja mobil und beweglich ist, brauchen wir sie nirgendwo festschrauben mit irgendwelchen Schwerlastankern. Und die Fläche muss auch nicht unbedingt sehr eben sein. Man kann das ein bisschen einstellen, dass es halbwegs gerade steht. Die maximal zulässige Bodenunebenheit sind 2 Grad Neigung bei Belastung. Und diese 1,5 Tonnen Ausführung hier ist auch für den Niva völlig ausreichend, wenn man das so als Hobby betreibt, wie wir das machen. Nachteile. Nachteil ist vielleicht, dass selbst wenn sie ganz hoch gehoben ist und die hebt den Niva ganz hoch, man trotzdem nicht unten drunter stehen kann. Ja, man überlegt, der Sicherungsbolzen wäre dann hier. Dann hängt das Auto irgendwo da. Im Stehenarbeiten ist nicht. Mit dem Hocker muss man halt sich die passende Größe einstellen. Mag es auch gehen. Aber was wirklich ungünstig ist, wäre jetzt hier die Strebe. Ist ja nur konstruktionsbedingt, weil hier genau das Getriebe liegt. Und wenn man jetzt Getriebe ausbauen muss, müsste man hier am Getriebe arbeiten. Wenn man es ausbaut, das Ganze hier schön im Schwerpunkt hat. Hier macht es sich schlecht, weil dann ist ja die Bühne hier auf der Höhe. Hier drinnen genauso. Das ist das Einzige. Und wenn man einen Niva hat mit normaler Höhe, muss man den auch auf 2-mal anheben, damit der Abstand zwischen der Traverse und dem Unterboden groß genug ist. Wenn man jetzt so eine Bühne anschaut fährt, kann man ja auf ein paar Dinge achten. Meistens haben die draußen gestanden. Dann ist es wichtig, dass hier ein Eimer drüber war. Der Motor ist also hier nach oben offen und es bekommt den Motor nicht gut, wenn die im Regen stehen. Das sollte immer abgedeckt gewesen sein, natürlich im Betrieb nicht. Und dann kann man ja mal den Zylinder ganz ausfahren, dass man sich mal so die Kette anschauen kann, die natürlich gut geölt sein soll. Ich denke, die Kette ist absolut unproblematisch, die ist ausreichend dimensioniert. Und wenn da keine Auffälligkeiten sind, ist es kein Thema. Wenn hier die Kolbenstange frei von irgendwelchen Rostnarben und Macken ist, dann ist das sicherlich ein Vorteil. Wobei, ihr Kolbenzylinder, habe ich mich mal kundig gemacht, das ist ein sogenannter DDR-Einheitszylinder. Da gab es damals nicht so viele verschiedene Varianten. Man kann dann ein Baukastensystem da auch irgendwas vom Zelle oder so nehmen. Und auch der Kolben hier, der hat eine Stelle, wo er den Druck schlecht hält. Das ist fast ganz oben. Dann ist dann praktisch, wenn er über Nacht daneben hängt, wird die Kette locker. Und zum Teil läuft dann das Öl an den Dichtring vorbei, weil da eine Beschädigung hier im Zylinder ist. Und wenn man dann mal die Bühne ganz hoch hebt, wird hier oben das Öl abgedrückt. Deswegen habe ich hier den Schlauch montiert, der das Öl dann ableitet unten in den Sammelbehälter. Ist aber kein Thema. Im Idealfall kann man natürlich mal sein Niva draufstellen und schauen, ob die Bühne wirklich sauber bis ganz oben hebt. Hier in dem Bereich findet man das Typenschild. Steht also drauf 1,5 Tonnen Hublast. Es gibt auch noch eine kleinere, die hat wohl bloß 1,2 Tonnen. Man sollte schon die größere nehmen. Gesamtgewicht 370 Kilo, also problemlos handhabbar, hat ja Rollen unten drunter. Baujahr ist in dem Fall nicht eingegeben. Wo man nochmal hinschauen sollte, hier sind vier Rollen. Ich vermute mal kleidgelagert. Hier vorne gibt es einen Schmiernippel, die bei mir auch nicht mehr so richtig sauber drehen. Das müsste ich mal neu machen. Da sollte man hinschauen, dass das alles gut gefettet ist, dass hier nichts festrosten konnte.
Die Bühne kippt ja hier so ein bisschen drin, je nachdem, ob man hoch oder runter lässt die Last und wo nun das Gewicht verteilt ist. In dem Fall ja meistens dann hier, wenn hier vorne, wenn das die Fahrerseite wäre. Also das könnte man sich angucken, aber das ist auch jetzt keine Raketentechnik. Da muss man halt mal ein paar neue Teile drehen lassen. Und man sieht, wird ja auch dann hier entsprechende Spuren sehen, wenn das hier festgerostet ist und schleift, anstatt sich zu drehen. Das sind halt hier, ups, das sind keine Kugellager, das ist irgendwas Kleidlager, Kleidbuchsen gelagertes, ne, vier Stück. Schmiernippel sind überall dran, auch an allen Gelenken, auch an den Rollen, hier an dem Schermechanismus. Das also, wenn das ein bisschen gewartet worden ist, dann hat das auch eigentlich, lebt das für die Ewigkeit, ne, denke ich. Die Bühne steht bei uns eigentlich verkehrt herum oder das Auto steht verkehrt herum. Denn das ist hier die Fahrertür. Wenn man was zu schrauben hat, muss man ja doch eher mal zur Fahrertür rein, zum Beispiel um die Motorhaube aufzumachen, als dass man von drüben rein muss. Und wer schon vielleicht mal irgendwann umräumt, zurzeit ist es halt so das Günstigste. Eigentlich müsste die Bühne von drüben reingeschoben werden. Es hat sich bewährt, dass man die hier relativ weit vorsetzt, was halt so hier mit einem Schmutzfänger möglich ist, weil ja das meiste Gewicht beim Nieber vorne ist. Und wenn man hier mal die Füße ordentlich runterschraubt, sind also hier so Füße dran, die man da unten schrauben kann, was man auch machen sollte, bevor man die Last anhebt. So, steht er straff. Wenn es jetzt nicht ganz weit oben, aber ihr seht, das steht schon relativ sicher und da wackelt nichts groß, da kann man ganz sicher dran arbeiten. Ich habe immer so gehandhabt, dass ich das hochfahre auf die Höhe, wo ich es brauche und dass die Katze nicht eingequetscht wird. Und dann packe ich den Sicherungsbolzen rein und dann nochmal ein Stück ablassen. So, und jetzt ist die Kette praktisch entspannt, der ganze Mechanismus und der Druck im Zylinder ist raus und die Last hängt jetzt hier auf diesem Sicherungsteil, wo die ganze Bühnenkonstruktion dranhängt. Muss man natürlich dann, wenn man das Auto ablassen will, nochmal kurz hochpumpen, dass man den rauskriegt. Und dann ist es bloß wichtig, dass man die Sicherungshebel hochnimmt und den wirklich ganz rauszieht, dass er beim Runterfahren nicht hier hängen bleibt und einschnappt. Dann kommt es dazu, dass hier die Bühne hier Risse kriegt, weil vielleicht ja Sicherungsbolzen nicht ganz drin war, dann hier verkippt und verbogen wurde. Sieht man aber an vielen von den Bühnen. Also das passiert halt, muss man sich bitte konzentrieren, dann ist das kein Problem. Wenn der Bolzen aber ganz durchgesteckt ist, hängt er hier auf den beiden dicken, fetten Winkeln und auf dem Träger, nimmt die Last problemlos auf. Wegen der Elektrik und es gab die Bühnen auch ohne Motor mit Handpumpe, das würde ich aber niemandem empfehlen, es sei denn, man hat keine ordentliche elektrische Versorgung vor Ort und macht das vielleicht auch plus zweimal im Jahr, um Unterboden abzuwaschen, dann kann man das auch mit der Hand pumpen. Also hier ganz normaler Kraftstromstecker, aber 16 Ampere reichen völlig aus, mehr liegen hier auch nicht an, die drei Phasen sind ja hinten einzeln abgesichert. Der Motorschutz ist hier noch Original DDR. Da macht so ein bisschen Probleme, von der Zeit her reicht es gerade so ein Hub bis hoch, da muss man hier schon den Motor abschalten, weil er sonst rausspringt, da braucht er wieder ein bisschen Zeit sich zu erholen. Oftmals ist es aber dann schon umgerüstet auf diese modernen, mit diesen zwei Tastern hier, die modernen Motorschutz oder wie immer das heißt. Meines Wissens, zumindest habe ich so gelesen, kann man das auch mit Lichtstrom hier in einer Steinmetz- oder Sternschaltung, was auch immer, das muss euch euer Elektriker erklären, kann man die auch mit normalem Lichtstrom betreiben, dann haben wir die Motoren wohl ein bisschen wenig Dampf und tun sich dann vielleicht schwer, den Niva anzuheben. Ja, wenn ich jetzt noch mal eine Bühne kaufen sollte, würde ich mir wahrscheinlich hier eine normale Säulenbühne hinstellen, wo diese Arme zum Ausklappen sind, dass man am Unterboden einfach völlig frei ist zum Arbeiten. Hier hat man ja den Unterboden zweimal unterbrochen durch diese Querstreben. Ich habe mich daran gewöhnt. Andererseits hat man immer eine Seite frei,
Das wäre gegenüber einer normalen Sollhebebühne, ist das schon ein Vorteil. Man hat ja, je nachdem wie das Auto draufsteht, schon die ganze Seite frei, die Radkästen. Hier steht keine störende Mechanik rum. Und man kann durchaus diese Auflockerklötze, die ja jetzt hier auf den Wagenhebeaufnahmen liegen, man kann das Auto so weit rausnehmen, dass die Klötze ganz außen liegen und dann aber am Auto nur an der Längstraverse, die hier unten drunter ist. Dann sitzt das Auto so weit drüber, das ist überhaupt kein Problem von der Stabilität her, hebt die Bühne auch ganz normal hoch und dann kann man schon hier am Schweller wunderbar arbeiten, hat man zwar hier unten so ein bisschen die Strebe, aber das ist natürlich angenehm bei der Variante, aber man kann ja nicht alles haben. Ansonsten möchten wir uns bedanken für die Glückwünsche zum neuen Jahr, die wir von euch bekommen haben. Und die nächsten Tage kommen noch so ein paar ältere Videos, die schon seit längerem auf der Festplatte vor sich hinschlummern. Und das Schäkelfest-Video ist schon fast fertig geschnitten. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben es nicht geschafft, so einen Schäkel hier an seine Grenzen zu bringen. Wobei ich jetzt hier gerade denke, man könnte ja mal schauen, ob die Bühne genügend Kraft hat. Und ob der Schäkel dort durchhält. Also da kommt, zeigen wir das Testvideo dazu. Und wie gesagt, bisschen alter Kram. Bis dahin.